Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man ein Urinal montieren und somit natürlich das Pissoir mit Deckel richtig befestigen und auch einbauen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe hier mal ein Urinal mit Deckel von der Firma Rocker und der Einbau funktioniert natürlich bei anderen Herstellern bzw. Modellen relativ ähnlich. Zuerst einmal würde ich aber trotzdem alles ordentlich auf dem Boden bzw. auf einem Karton auslegen, dass wir natürlich auch einen schönen Überblick haben. Im nächsten Schritt können wir mit gutem Gewissen mal die Schutzkappen von unseren Gewindestangen hier ganz einfach entfernen und dann sollten diese laut Anleitung bei mir genau 30 mm bzw. 3 cm von der Wand entfernt sein. Falls es bei dir nicht der Fall ist, können wir natürlich auch noch dementsprechend nachdrehen. Bei meinem Modell ist das leider nicht möglich, dann müssen wir natürlich auch das Ganze noch mit einer Eisensäge kürzen. Meine 3 cm passen auf jeden Fall bei beiden Seiten und jetzt geht es mal darum, dass wir diese Befestigungen hier ganz einfach im Uhrzeigersinn einmal aufdrehen. Falls ich bei dir das Gewinde bzw. diese Gewindestange hier übrigens mitdrehen sollte, dann einfach mal hier hinten noch etwas festhalten und wir können natürlich die Befestigung auch schon auf den entsprechenden Abstand einstellen. Bei mir in der Anleitung steht, dass es hier hinten zu unserer Fliese ca. 1 cm entfernt sein sollte und was ganz wichtig ist, dass diese Einkerbung auf jeden Fall nach außen zeigt. Nun stelle ich mir mein Urinal schon mal so hin, dass ich auch wirklich schön zu den hinteren Anschlüssen hinkomme und dann geht es mal darum, dass wir bei unserem Siphon hier auf jeden Fall spezielles Sanitärgleitmittel hineingeben, genauso hier hinten auf diesen Übergang zu unserem Abfluss und das Ganze einfach mal mit den Fingern ordentlich einschmieren, denn nun müssen wir es auch schon hier hinten mal bis auf Anschlag drauf schieben. Danach nehme ich mir am besten eine einfache Wasserwaage, halte diese mal an die Rückseite von meinem Urinal hin und dann muss ich einfach eine Markierung mit einem Bleistift hier hinten bei unserem Rohr machen und somit weiß ich auch, wo später natürlich unsere Fliesen sind. Den Siphon können wir dann mit gutem Gewissen auch schon wieder herunterdrehen. Entferne mal die Schutzkappe bei unserem Wandanschluss für den Abfluss und dann können wir auch schon unsere entsprechende Gummidichtung einmal hier hinten sauber hineingeben. Auch das Innere unserer Gummidichtung und vor allem den Siphon hier hinten können wir mal wieder ordentlich mit Gleitmittel einschmieren und danach einfach mal bündig hier hineinstecken. Jetzt müssen wir am Siphon eigentlich eine Markierung machen, wo genau diese Fliesen enden. Bedeutet, normalerweise ist dieser Anschluss ja auch etwas weiter in der Wand versteckt. Bei mir ist es leider nicht der Fall. Da steht der Anschluss einfach circa 1 cm über, weswegen ich mir mal hier noch eine kleine Markierung bei meiner Gummidichtung mache. Ziehe das Ganze heraus und dann muss ich natürlich diesen 1 cm hier auch wieder drauf rechnen und mir da eine entsprechende Markierung machen. Die andere, die kreuze ich gleich mal weg, dass ich diese nicht aus Versehen gleich verwende. Ich habe an meinem Siphon jetzt also zwei solche Markierungen, die jeweils bündig mit den Fliesen abschließen und genau um dieses Stück ist mein Siphonrohr jetzt zu lang. Bedeutet, ich messe mir das mal ganz genau aus. In meinem Fall sind es genau 6 cm und dann gebe ich aber gerne immer noch 3 mm hinzu. Nicht, dass am Ende das Rohr wirklich ein Ticken zu lang ist und mein Urinal nicht bündig an den Fliesen steht. Bedeutet, ich zeichne mir von dem Rohrende hier hinten mal genau 6,3 mm an. Im nächsten Schritt schneide ich das Rohr an der Markierung mit einer einfachen Eisensäge einmal ab und entferne am besten mal mit einem scharfen Cuttermesser diesen Grat hier innen und auch außen, dass da später einfach nichts im Abfluss hängen bleiben kann und vor allem auch die Dichtung hier außen ordentlich abschließt. Bei mir schaut der Siphon super aus, das sollte auf jeden Fall passen und bei unserem Wasserzulauf da gehen wir jetzt eigentlich genauso vor. Erst einmal beide Seiten wieder ordentlich einschmieren und danach natürlich schön bis auf Anschlag in unser Urinal hier hinten hineingeben. Danach wieder eine Markierung auf der Rückseite von unserem Urinal machen. In meinem Fall ist das genau dieser kleine Ring hier. Ist wahrscheinlich kein Zufall, aber sicherheitshalber trotzdem gut, dass wir es nochmal nachkontrolliert haben. Zulaufstopfen entfernen. Das Rohrende wieder ordentlich einschmieren und natürlich auch am besten noch diese Gummidichtung hier in unserer Wand drinnen. Das Rohr vorsichtig in das Gegenstück in der Wand hineingeben, schauen, dass wir nicht an unseren Rand irgendwie hinkommen, nicht, dass da lauter Dreck dann in der Gummidichtung drin ist und durch leichte Drehbewegung können wir es auch schon auf Anschlag hier hineingeben. Nun wieder eine Markierung bündig bei unseren Fliesen machen, gerne natürlich auch einen weißen Stift verwenden. Den Abstand zwischen unseren zwei Markierungen ermitteln, bei mir sind das 7,3 cm und dann gebe ich wieder 3 mm drauf, bedeutet so etwas über 7,5
5 cm und muss mir das Ganze natürlich auch wieder von dem Rohrende hier einmal markieren. An unserer Markierung mal wieder gerade absägen und den Grat mit dem Cuttermesser entfernen. Bevor wir das Urinal an unsere Wand hängen, sollten wir uns auf jeden Fall noch um den Schallschutz kümmern. Bedeutet entweder so eine spezielle Schallschutzmatte, die hier wirklich über dieses ganze Urinal drüber geht, einmal drauf geben. Das kann man dann später, wenn dieses an der Wand hängt, einfach hier außen schön sauber bündig abschneiden. Oder wenn es bei dir sowas nicht gibt, dann am besten mal solche spezielle Schallschutzstreifen zulegen. Denn die kann man einfach so auseinanderreißen und dann wirklich mal hier oben mit einem kleinen Abstand nach oben bzw. zur Kante hin überall hinkleben, dass einfach das Keramik auch nicht direkt an unseren Fliesen anliegt. Auch unsere beiden Befestigungen müssen wir mal noch richtig vorbereiten. Hier für dieses Bauteil mit diesen Bürsten einfach mal nach hinten schauen lassen und diese kleine Nase, die muss unbedingt nach außen gehen. Bedeutet, ich gebe dieses einfach mal von der Seite hier hinein und schaue, wie gesagt, dass die Nase auch nach zur Seite rüber schaut und mache dasselbe Spiel natürlich mit dem anderen Bauteil auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Auf beiden Seiten können wir jetzt dann auch unsere Schrauben erkennen. Das ist wirklich ganz wichtig, weswegen wir jetzt auch mal zu unseren Wandanschlüssen übergehen. Ich kann dir nämlich nur den Tipp geben, dass du auf jeden Fall zuerst einmal die Anschlüsse in deine Wand hineingeben solltest. Bedeutet, ich gebe jetzt auch mal schon hier unten meinen Siphon wirklich auf Anschlag hinein, drehe mir das Ganze auch schon nach oben zurecht und hier oben natürlich auch dementsprechend unseren Wasseranschluss. Würden wir diese beiden Bauteile nämlich zuerst auf unser Urinal geben und danach das Urinal an die Wand nach hinten drücken, kann es einfach im schlimmsten Fall sein, dass wir irgendwo hier innen drin in der Wand eine Gummidichtung verschieben bzw. leicht beschädigen. Das möchten wir auf gar keinen Fall haben, weswegen wir es erst in die Wand geben und dann aber ganz, ganz wichtig, wirklich ordentlich Gleitmittel auf jeden Fall auf diese drauf geben und natürlich auch bei unseren Keramikanschlüssen am Urinal. Wenn also alles vorbereitet ist, können wir mal unser Urinal wirklich schön festhalten und jetzt geht es einfach darum, dass wir dieses von vorne natürlich auf unsere beiden Befestigungsschrauben drauf bringen und die ganzen Anschlüsse auch schon reinflutschen sollte. Normalerweise muss man das Urinal hierfür einfach etwas hin und her bewegen und bevor wir es aber jetzt wirklich loslassen, unbedingt hier außen mal noch die Schrauben dementsprechend festschrauben. Das Ganze bitte mit Gefühl anziehen und danach aber trotzdem nochmal das Urinal etwas festhalten und etwas daran wackeln, nicht, dass sich doch so eine Befestigung irgendwie lösen könnte. Bei mir schaut es auf jeden Fall super aus, weswegen das Urinal auch schon bombenfest hält und danach können wir auch noch solche weißen Plastikstöpsel mal von hier außen ganz einfach draufdrücken, dass es optisch natürlich auch etwas schöner aussieht. Für den Deckel habe ich in meinem Fall zwei solche Spreizdübel hier, bedeutet, ich muss das Ganze einfach mal von oben hier hineindrücken. Dasselbe Spiel natürlich auf der anderen Seite genauso. Und jetzt einmal mit dem passenden Imbus, der normalerweise auch dabei ist, wirklich ordentlich anziehen, da sich der Dübel hier hinten jetzt erst einmal von der Rückseite gegen unser Urinal spreizen muss. Bei mir sollte es auf jeden Fall passen. Und jetzt muss ich mal den Deckel mit den zwei Befestigungen hier auf meine Schrauben von oben drauf geben. Und danach kann ich den Deckel eigentlich auch schon nach unten absenken lassen und mit dem passenden Imbusschlüssel hier hinten noch zwei solche kleinen Madenschrauben, nämlich im Uhrzeigersinn festdrehen, dass natürlich der Deckel auch nicht mehr von alleine runterfallen kann. Der Deckel sitzt somit auch schon schön gerade und jetzt können wir natürlich nach einer passenden Anleitung auch unsere Drückerplatte hier oben mal noch einbauen. Dann bitte unbedingt das Ganze mal auf Dichtheit überprüfen. Bedeutet, hier oben mal die Spülung betätigen und auch hier unten schauen, nicht, dass da irgendwo Wasser bei den Fliesen rauslaufen sollte. Und wenn es dann passt, dann können wir natürlich auch noch, wenn gewünscht, hier außen eine schöne Silikonfuge ziehen und somit haben wir dann auch schon unser Urinal mit dem passenden Deckel richtig montiert. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch ein Urinal mit passendem Deckel, so ein spezielles Sanitärgleitmittel oder natürlich auch einen Schallschutzstreifen zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.